Oh, da ist eine Mona Lisa. Aber geile Ansage. Und ich klicke erst einmal überall rein. Wer ist Wartet, um dran? da zu winnen. Ihr habt neue Rondettos hier am Start. Ich wahrscheinlich. Ja, Weiß ich ich. nicht. Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Maybe. Nichts passiert in den Warum? ersten Sekunden, müsste das eigentlich immer ich sein. Warum gehst du auf dich selbst? Ach lol. Ups. Es geht trotzdem auf mich selbst. Daniel! Nein! Ja? Hast du jetzt ein Telefon? Ich gehe Gib's jetzt ihm nicht. bestimmt nicht hoch in die Dachkammer, gucke, ob da irgendwo vielleicht noch ein versäuftes Telefon. Na gut, wenn ich ein versäuftes Telefon finde, würde ich das sogar geben. Und so tun, als ob es Alter. voll das geile Telefon ist. Ha. Ach Mann, der schöne Bohrluftangriff und das unter Presslufthammer. Musik ist irgendwie inspirierend. Genauso wie die Bilder. Also, naja. Nein! Wo ist die Mine hin? Oh. Da ist sie. Oh, endlich ist meine Folge vorbei. Von was? Ich habe die ist gerade eben die ganze Zeit nebenbei noch eine Folge gesehen. Von diesem besonderen Anime, der so viele Folgen hat. Von dem, den ich aktuell angucke, ja. Fakt ist, dass ich das die ganze Zeit geschafft habe, und gleichzeitig mit euch zu reden und gleichzeitig etwas zu spielen und mitzulesen. Respekt. Respekt. Ach, Teleporter sind schon cool. In die andere Richtung. Du darfst dich nicht direkt an meinen Körper platzieren, dann ist das klar, dass das passiert. Oh. Jetzt durchfallen ich so immer. allwissend. Wey, Aber es boah. ist wirklich so. Wir springen noch mal los. Aber da war cool, der Move, fand ich lustig. Hallo, Herr Doldbach. Daniel, was ich noch sagen wollte, ja? Ja? Einer der aktuellen Animes, ja? Hm? Das vom Elfenliedmacher. Das von den Elfenliedmachern, einer der aktuellen? Ja. Kranker Shit, Alter. Welcher von denen? Einer von meiner Liste, oder? Der ist logischerweise noch nicht auf deiner Liste, Daniel. Achso, wie, oh, wie heißt der? Alter, das bringt mir doch eh nichts. Ich Der weiß den heißt, Namen nicht mal auswendig. der heißt Teufelslied. Hahaha. Aber da geht's auch um Superkräfte. Und wie soll das auch Wer anders hätte es sein? gedacht? Wie bitte? Wie soll das auch anders sein? Ich glaube, wenn solche Zeichner oder Autoren, nenne ich sie jetzt mal, einmal bei Superkräften angekommen sind, dann kommen sie davon nicht mehr weg. Ja, Ich hätte geht mir ja nicht genauso. gedacht, Tobi, dass du dir Roboter-Animes antutzt. Hallo, Nur Tobi, kommt ganz die an sein. wenige. Nur ganz wenige, auf meiner Liste sind drei. Ich habe jetzt noch mal alle Animes getutet, welche auf Proxer lizenziert sind und welche nicht. Sind Wow, Daniel, drei von wie vielen, die ich dir insgesamt geschickt habe? 30 waren mit Robotern. Drei von Ja, und die 30. Liste davor? Hatte keine mit riesigen Robotern. Ist so. Also, es sind wirklich weniger. Die Okay, jetzt Geschichte. war's cool. Wenn die Geschichte gut ist, dann guck ich mal Roboter an. Nicht. Oh doch, Benny, oder? Ja, du vielleicht. Ja, ich habe gerade von dir gesprochen, da brauchst du nicht Nein zu sagen. Und du nicht, oder? Naja, klar, weil es um mich geht. Nee, das ist sinnlos. Ah ja. Na, wenn du das so denkst, dann. Ich bin Gymnasiasier, weißt du. Gymnasiasia. Wenn ich noch hast du es nicht geschafft? Naja, eigentlich schon. Daniel schafft es, eine sinnlose Aussage nach sinnlos zu gestalten. Das ist verblüffend, aber sinnlos. Ja. Wie oft hast du jetzt das Wort sinnlos gesagt? Dreimal. Oh. Nicht schlecht.
Ja, ist gut gesprungen. Das hat dann schön Schaden. Ist ein sogenannter Senkrechtschatten. Oh. Hattest du extra Schaden? Nee, nee. Jo. Echt, ja? Mhm. Ich glaube schon, hier wohnen uns hätte sonst niemals so viel Schaden gemacht. Das hätte ich extrem gut getroffen. Aber du bist also, Daniel, von daher. Hätte mich nicht gewundert bei Daniel. Es ist unmöglich, mit Luftschaden 70, ey, Luftangriff 70 Schaden zu machen. Benny, guck mal bei Igel 5 und Igel 3 nach links. Was über den Ast hängt. Hörst du was nochmal aus? Das ist eine Uhr, die über den Ast da hängt. Das ist eine Uhr. Ja, stimmt. Das ist auch aus irgendeinem Bild. Mir ist gerade erst aufgefallen. Hammer. Ja, das ist eine Uhr, ne? Ja, stimmt, ist cool, ja. Ich baue mich jetzt in den Baum rein. Ey, Ben, das erinnert mich an die Mülltüte bei McDonald's. Ach so. Alter, das war übel creepy. Ich dachte, das ist ein schwarzes Monster. Das war ja nicht, sah nicht aus wie eine Tüte. Einfach nur irgendwas großes, schwarzes. Monster. Ja, irgendwas großes, schwarzes, was auf uns zukommt. Und ich dachte, oh, ich habe mich da echt erschrocken, ne? Okay, was habe ich da verpasst? Daniel, du saßt, glaube ich, mit. Du saßt mit dem Auto. Hä? Doch. Kann nicht sein. Doch. Nee, warte mal. Doch. Du warst mit dabei. Doch, wie habe ich mich genommen? Das heißt, wir zu Beckers hier gefahren sind. Oh, das war echt göttlich. Na, ich wollte gerade Tobi sagen, Tobi, erzähl's ihm doch mal, aber. Naja. Erzähl's ihm doch mal, Tobi, los. Ha! Nicht schlecht. Ey, ich hab was getroffen gehabt, ach egal. Dann nehm mich. Ganz einfach, Daniel, da ist eine Mülltüte über die Fahrbahn gerollt und die Mülltüte sah, während sie über die Fahrbahn die rollte, nicht gerollt. Nach einer Mülltüte aus, sondern nach einem schwarzen, großen, dicken Monster. Und ich muss sagen, ich war auch kurz am Simulieren, was es ist, und dann ist mir aufgefallen, oh, das ist eine Tüte, und dann, ja, die Verwirrung war generell groß. Na, weil das war übel windig und wir sind quasi gerade von der Straße über Meckeses auf die große, lange Hauptstraße abgebogen quasi. Ne? Und auf einmal bäumt sich da so schwarzes Teil auf und ich denke mir nur, Alter, was? Oh, das ist nicht schlecht gelaufen. Alter. Oh nein! Was ist denn das für eine geile Kettenreaktion, Alter? Fick doch mein Leben, Alter. Das war eine krasse Kettenreaktion. Richtig, vor allem derbe stehe ich jetzt hier Popo. Übergünstig, würde ich sagen. Ja, Daniel, das ist natürlich schade, dass du dich da nicht dran erinnern kannst. Obwohl du direkt daneben saßt, aber nein. Um dein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, letzten Endes, das war an dem Tag, wo ich da mit Bennys Auto gefahren bin und Benny mit meinem Auto gefahren ist. Achso, also ja. Beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben quasi. Genau. Kann ich mich immer noch nicht dran erinnern. Ja, da waren wir gemeinsam bei McDonald's und Bennys gefahren. Erinnerst du dich jetzt daran? Zumindest daran, dass du mit uns gefahren bist. Oder mit Benny gefahren bist. Ich bin, ja, daran auf jeden Fall. Da musste ich doch hinten sitzen. Ja, musstest du. Tut mir leid, dass nicht drei Leute vorne sitzen können, Daniel. Ja, aber es gibt ja so Autos, wo drei Leute vorne sitzen können. Warum hast du so eins nicht, Benny? Also wirklich. So Transporter. So klein waren. Klein Transporter. Genau, Transporter. What? Oh, nette Film. Weißt du, wir unterhalten uns hier über Autos und du sagst Transporter und dann hier, ja, Transporter! Na, das war jetzt in Anspielung, mein Vater hat doch einen Transporter. Ja, aber trotzdem, es kam so merkwürdig gerade. Warum habe ich eigentlich bloß noch gleich nur noch einen einzigen Wurm und ihr noch so viele? Ja, stimmt ja nicht mehr, du hast ja nicht nur einen Wurm. Ein Easy. Geht das denn nur auf mich? Wow! Ja, ergab sich so. Ergab sich so. Mensch, wir machen das doch auch nicht mit Absicht, Daniel. Das weißt du doch auch. Tief in deinem Herzen. Sicher doch der Romano sterben. Eh nicht. Der wird nicht sterben. Guck mal, der kriegt kein bisschen Schaden. Benny. Du weißt, dass ich damit die den meine. Ha! Und sag's doch auch. Nein, kann ich nicht. Das ist so typisch Daniel, weißt du, kann ich nicht, will ich nicht. Mensch, Daniel, mach doch mal, kann ich nicht. Hast du das in der Schule auch immer so gesagt, Daniel? Was? Kann ich nicht. Das hast du bestimmt auch immer gesagt, ab und zu mal. Immer ab und zu mal. Keinen Sinn? Weiß ich nicht.
Ich erinnere mich ja leider nicht dran. Weiß aber ich nicht, da war es wieder. Doch, sie ist ein Jahr mit mir in der Klasse. Ja, was heißt denn ja nur ein Jahr? Ja, das hat ja wohl ausgereicht. Ich stelle mir gerade vor, wenn Tobi irgendwie die ganze Sekundarstufenklasse, wenn Tobi da nicht erst aufs Gymnasium gegangen wäre. Ja, da wäre ich innerlich verwest. Das stimmt wohl. Optimal. Oh, das ist zu viel Schaden. Nice. Wäre auf jeden Fall eine Qual für mich gewesen. Nein, wäre es nicht, weil der wäre es von Anfang an gewohnt gewesen, Daniel. Na, das stimmt auch nicht. Nein, ich weiß nicht, was du denn aushalten kann. Oha. Oha sagt man nicht, muss ich mir abgewöhnen. Warum sagt man Oha nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Frag dich selbst nach. Oh. Wo hättest du mich jetzt getroffen, Tobi, ne? Ja, oder hätte ich dich nur getroffen. Oh, da fällt genau ein Lebenspunkt. Nee. Ne. Genau drei. Boah. Alter, das muss ich schaffen. Triff, Baby, triff. Wird schwer. Ja. Was hatte der? Boah, was habe ich hier alles? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ah! Ja. Habe ich ja was gekonnt, ne? Hatte der vier, ja? Ich weiß nicht, es ging noch, aber es war auf jeden Fall genug, dass ich innerhalb von 5 Sekunden nicht damit klarkommen konnte. Ich werde mich schon nicht selber treffen, du, oder? Du gehst auf dich selbst, du bist so. Warum gehst du ausgerechnet auf den? Weil der am wenigsten Lebenspunkte hatte. Erstaunlich, dass Daniel das sogar ohne Schaden überlebt hat. Erstaunlich, dass Daniel das sogar ausrechnen konnte. Was heißt denn hier bitte schön ausrechnen? Ich gucke, welcher Wurm am wenigsten Leben hat und geh dann auf den. Und du guckst eigentlich nicht, welcher Wurm am wenigsten Leben hat. Sondern welcher Idee. Ja, genau. Das funktioniert jedes Mal. Ja, weil ich sehe, dass man erst danach checke, dass es eigentlich nicht Wurm, sondern Idee heißt. Ja, ich bekomme es aber auch immer erst mit, wenn Benni dich tadelt. Du wärst ja nicht so krass drauf wie Benni. Tadel. Haha. Was willst du? Nicht? Vielleicht ein bisschen. Meine Downloads sind übrigens fertig. Das heißt, nach der Runde. Machen wir nach der Runde noch eine Runde oder machen wir nach der Runde keine Runde oder machen wir nach der Runde noch eine Runde, nachdem ich nach Runde das und das gemacht habe? Also was jetzt? Ich habe mich gerade selbst durcheinander gebracht. Das ist irgendwie blöd gelaufen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir danach noch eine Minigolf machen. Minigolf sicher? Ey, warum kann ich mich nicht bewegen, Mama? Ach ja, jetzt weiß ich warum. Noch nach der Runde gerne noch eine Runde machen und dann nach der Runde noch eine Runde machen. Ja, eigentlich möchte ich ja nach der Runde, dass wir nach der Runde. Sehr also gut, eigentlich Tobi. Würde ich ja gerne PTT installieren. Was bringt da das? Wir haben das eh alle noch nicht. Ja, aber dann weiß ich schon mal, dass das funktioniert, Daniel. Dann haben wir aber nichts von unserer gemeinsamen Zeit. Ja, mach das doch irgendwann nach dem Tag, wenn wir noch nicht da sind. Tut mir leid. Channel switched. Ups. Hier muss ich wieder hin. Ich muss mir echt ein Makro dafür schreiben. Aber dann für Kicken, das klingt besser. Ja, natürlich für Kicken, was denn sonst? War ja so ausgemacht. Ey, Benny, gestern hat Daniel mit mir gewettet, um seine Ehre, um sie zurückzugewinnen. Er hat verloren. Echt? Das war auch nicht eine Wette. Ja, aber es war eine Wette und ich habe zugestimmt. Obwohl ich nichts bekommen hätte, obwohl ich nichts bekommen habe, als ich gewonnen habe. Ich konnte quasi nur verlieren. Und trotzdem war ich mir sicher genug. Boah. Worum geht's denn? Es ging Twitter Mania, wer Da war so ein Cup und wir haben gewettet, wie viele Leute in der Runde rausfallen. Rausfliegen.
Genau. Normalerweise fliegt nur einer raus, aber wenn mehrere nicht ins Ziel kommen, dann fliegen mehrere raus. Und wir das haben war eine schöne Strecke, wo mehr rausfliegen könnten. Ja, da war so eine Stelle, die etwas gemein war. An der ich letzten Endes auch irgendwann gescheitert bin übrigens. Ja? Ja, aber erst im späteren Verlauf. Also späteren Verlauf. Es geht. Aber du hast. Hälfte. Aber du hast gesagt gehabt, diese Stelle wird mich umbringen. Das hast du davor gesagt gehabt. Ja. Und das hat sich bewahrheitet. Ja. Hast du. Karma. Nenn ich Karma einfach. Warum zwei immer auf meinen? Ich halt hier. Ja, weil du in Führung gehst und ich nur ein Warm-up. Ide. Hä? Ide, Benny, Ide. Ruhig bleiben, ja? Nichts gesagt. Ich hab nur dran gedacht. Du hättest ja weißt auch mittlerweile kann ich das über Telepathie, weißt du? In die Mine rein, 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 in die Mine rein. Unwahrscheinlich. Yeah! Nein! Sag ja unwahrscheinlich. Ich arbeite mich jetzt bis zu dir vor. Das wird nicht funktionieren. Aber ich versuch's. Mit welchem Ziel? Warum ausgerechnet dieser Igel? Weiß nicht. Warum? Und außerdem so, das ist ein umständlicher Weg. Ich meine, es geht. Was? Warum? Warum? Steht Alter. Och Mann. Nee, jetzt steh ich scheiße. Naja, was soll's. Kannst in die Mine reinspringen. Oh, jetzt ist der Igel mit den vielen Waffen gleich dran. Und ich sehe, er hat in der Tat ein paar Waffen. Was für ein Satz, was für eine Logik. Konnte noch immer kommen. Ey, der stirbt jetzt. Da 42 Schaden gekriegt, glaube ich. Ja, ich glaube sogar 46. Mehr. Fakt ist, er ist tot. War das dann mit den vielen Waffen? Nein. Nein, Mama. Was denn? Da war gerade dran. Ach, lieber war nichts. Egal. Finden wir gleich raus. Was, du bist raus? Finden wir gleich raus. Nee, der Igel mit den vier Waffen ist Igel 2, glaube ich, ne? Igel 6 ist, glaube ich, einer. Ich glaube, ich habe 2 mit vielen Waffen. Das sehen wir gleich. Moment, Igel 5 war dran, also ist Igel 6 jetzt dran. Ja, Igel 6 ist da mit den vielen Waffen. Gut. Gut zu wissen. Ja, so. Das. Möchte einer ein Duplo haben? Ich biete sie gerne an. Nein. Ja, wenn ich teleportiere dich da, wo ich bin. Hm. Das dauert ja nur ein Futter für die beiden. Denkst du? Oh. Nein! Boah, die Mine war gut. Auch wenn es nicht gewollt war, aber die war gut. Auf das Fass zu dingsen war nicht so toll. Oh bitte, da ist noch kein Loch. Wer? Dich noch nicht auf das Fass gedingst. Du bist ein unklug. Ich glaube, das wird. Der wird schon mal nicht treffen, das ist gut. Eigentlich möchte ich den jetzt gern töten. Aber. Wie Sie sehen können, bin ich zu schlecht. Offensichtlich. Offensichtlich waren meine Angriffe davor nicht gut genug. Ist natürlich scheiße, dass mein bester Igel jetzt am Wasser. Rande des Lebens. Am Abgrund steht. Ist es denn sicher dein Bester? Ja. Warum? Oh, deswegen. Naja, nicht unbedingt warum.
Ja, weil ich dachte eigentlich, dass der Igel, der jetzt mich getötet hat, viel mehr Waffen hat. Bin tot. Nee. Ungefähr fast gleich, würde ich beinahe sagen. Oh. Unglücklich. Bin lange nicht mal als Ast rausgeflogen. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Komisch. Naja, ich hab mich heute nicht eingestrengt. Ja, ja, red ich ruhig raus. Mach ein verdammt. Das schwarze Schild. Meine mächtigste Waffe. Wird bestimmt funktionieren. Oh nein, das Fass. Naja, mein schwarzer Schild. Siehst du es nicht? Der eine schützt den anderen. Du hast zum Glück noch einen jemanden, der dir Rückendeckung gibt, Tobi. Ja. Das ist dann jetzt Inkompetenz. Was soll ich mit so einer Scheiße hier machen? Dich einfach mal nicht so blöd anstellen, ist die Antwort. Boah. Genau, jetzt. Beste Waffe ever. Wie wird's richten? Auf jeden Fall. Ich musste wenigstens loswerden. Damit ich wenigstens sagen kann, ich habe es probiert. Oh nö. Sonderteleporter. Nein. Warum? Eine Scheiße. Du glaubst, dass ich Teleporter hätte? Ich hab Teleporter nicht. Also der war von mir. Achso. Das stimmt gar nicht, den hatte ich schon davor. Oh lol. Na, so geht's auch. Genau. Upsi. Ich hab überhaupt keine Chance, irgendwie was da denen zu tun. Ja, yes. Das verschließt dich, ne? Na, ich hab euch diesmal gewinnen lassen. Ja. Ist okay. Dann, was machen die vielen Leute hier? Ernsthaft, was wollt ihr alle? Ne, Spaß. Haut da rein, Leute. Sehen wir uns beim nächsten Mal bei irgendwas wieder. Naja, erst ist Visual Victor, dann Jesus 99, Banana Jones. Visual Victor. Alter. Der Name hat was. Gut, dann würde ich sagen, haut rein nochmal, sehen wir uns nochmal beim nächsten Mal wieder bei irgendwas. Viel Spaß noch. Banana.